Hallo und willkommen zu Minecraft. Ja, es ist ja eine Weile her, seit der Yogscast Complete Box Serie. Und ja, in diesem Video werden wir uns mit einem Abenteuer beschäftigen. Und zwar ist das Under the Dome bei DVS Design. Das haben irgendwie 116 Leute oder so, also diese Map erstellt. Und ja. Da starten wir mal. Ach, ich hätte vielleicht gleich noch auf Adventure Mode setzen sollen. Doof. Moment. Wie war das? Game. Oh, Game Mode Adventure. Okay. Adventure Mode. Okay, Under the Dome. Regeln. 1 bis 4 Spieler. Spielzeit 2 Stunden. Game Mode Adventure, bla bla. Use den Soundtrack. Der Soundtrack, der ist in dem Download gleich mit drin, wenn man die Karte runterlädt. Da muss man dann einfach das ZIP des Soundfiles in den Resource Pack Ordner packen und den dann hier rüberziehen. Und so sieht das Ganze dann aus. Ist ganz lustig. Ja, Hints und hast du nicht gesehen, braucht man ja eigentlich nicht. Das Abenteuer kann man eigentlich so schaffen. Okay, dann testen wir mal das Soundpack nochmal. This is a test for the Dome Soundpack. Jo, so wird hier die gesamte Voice Activation laufen in dem Spiel oder Synchronisation, sag ich jetzt mal. Okay, und dann starten wir mal. Oh no, what happened? Looky look, oh, oh, was ist das? Ein Dom ist erschienen, oh nein, und da ist es zu einem Unfall gekommen. Da müssen wir direkt mal raus. Ach ne, hier geht's nicht raus, hier geht's zum Schitter. Hola. Down here on the road. Oh no, down here on the road. Okay. Pumpkins, ja. Talk to Bob. Yes, please. This thing came out of nowhere. Check the toolbox in the back of my truck for anything useful. Da ist nichts drin. Hey, I sent someone to go help Bob. Can you come down to the station? Sure, on my way. Das haben sie schön gemacht mit dieser Überleitung, obwohl das keine 10 Minuten dauert, von da hinten bis hierher zu laufen. Warte mal. Wir werden hier erstmal noch ein paar Splash Potions looten. Oh. Das soll wohl ein Getränkewagen gewesen sein. So, okay, dann mal rein hier in die Polizeistation. Mariko! Hier ist so eine Stadtkarte mit den ganzen Straßen und hast du nicht gesehen. Hello? Hey Sheriff, you wanted to see me? Yeah! If you couldn't tell, we're stuck under a dome. I know you're a former Navy SEAL, so could you help us out? Nee. What do you need? Here's a mission briefing. Read it and get to work. Okay. Um 7.46 Uhr ist ein domähnliches Objekt, oder hat ein domähnliches Objekt die Town von, die Stadt von Chester's Mill um... Schlossen. Deine Mission. Versuche ja, Zugriff oder versuche in die verlassene Mine der Stadt zu kommen. Der ist ein Weg raus mit wie heißt das, mit Minecarts, mit Loren. Du brauchst dafür 7 Schalter
um die Generatoren zu starten. Du musst die Bewohner fragen, ob sie dir die Schalter spenden, wenn man das direkt übersetzt. Ich denke mal, aber geben ist in dem Falle die bessere Übersetzung. Okay. Oh, was haben wir hier? Wheelchair Parks only. Okay. I see. Batman. So, wir fangen denn mal in dieser Richtung an. Was haben wir hier? Post Office. Ah, keine Mails drin. Ha. I heard you need a lever. If you can find me some paper, I will give you one. I think there is some sugar cane near the lake. I will see what I can do. Okay. Sugarcane and papers. So, was will hier? Whoop, whoop, whoop. Oh, ne, halt, falscher Knopf. Angie? Good day, Angie. Do you have any levers kicking around? Probably, but those things are hard to find. I'm going to need you to pawn something valuable. I hear there might be treasure hidden under the old church. Go check it out. Okay. Die Kirche, die war neben dem Polizei oder gegenüber der Polizeistation. Das checken wir aus. Tyrone. Hey Tyrone, do you know where I can get a lever? Yo Holmes, I know you are a former Navy SEAL, but now you grow weed. And you know what I need? Some weed. You hook me up and I might be able to find a lever. Tyrone, it's medical marijuana, but I guess I can get a bit out of the barn for you. Okay, dann gehen wir mal hier in die Bank. What? Closed now? Oh. Ja, dann halt nicht. So, marschieren wir mal hier weiter. Brechen wir hier mal ein, wa? Wupp, vielleicht können wir irgendwo was looten. Nope. Okay, ist nix. Hier ist nix, okay. Garage, auch nix. Okay, da kommen wir nicht rein, da ist kein Schalter, da kommen wir auch nicht rein. Okay, da ist die Kohlmine, wo wir wohl rein sollen. Okay, dann werden wir mal zurück. Obwohl, wir können hier sonst ein Splash Potion futtern, dann können wir hier schneller laufen. So, er hat gesagt, Druid aus dem Attic, also aus dem Dachboden. Ich glaube, Dachboden ist die richtige Übersetzung, ne? Was haben wir hier? Ein Scythe. Was kann man damit machen? Crops, okay. Cropserinos. So. Das sieht mir hier nicht wie Weed aus, sondern wie Getreide. Kiste. Bam. Weeds. Okay. Das ist das für Tyrone. So, warte mal, was wollten die noch? Da war noch. Shit, ich hab's schon wieder vergessen. Achso, Paper und. Also Paper. Und der wollte das. Und der andere wollte, dass wir hier die Kirche ausrauben. Okay. Ja. So. Ich habe jetzt schon mal Getreide mitgenommen, weil wir das später noch brauchen werden. Also 3 Getreide mitnehmen. So, dann hier Sugarcane. Da brauchen wir, also erstmal das brauchen wir und das brauchen wir.
Und Armor wäre nicht schlecht. Das können wir später auch gebrauchen. Das können wir auch gleich mal anlegen. So, das brauchen wir später. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht mehr. Irgendwo müsste doch hier eigentlich... Genau. Die Sugar Cane Knife. Das brauchen wir, um Papers zu machen. So, und den brauchen wir aber noch. Eine Schaufel fällt mir gerade ein. Was ist hier los? Ist hier nicht noch irgendwo eine Schaufel? Nee, das ist ja eigenartig. Na, dann kommt das wahrscheinlich erst später. So, dann werden wir mal auf zur Kirche. Wir machen das jetzt mal so, wie wir die Missionen da angenommen haben. Oder Quests eher gesagt. Hier ist die Tankstelle, hier ist irgendwie so eine Bar. Da gehen wir dann auch gleich noch rein. Aber jetzt müssen wir erstmal die Kirche ausrauben. Okay, hier ist, das ist hinten. Okay. Ich wort. Und die Splash Potion. Zack. Vielleicht müssen wir gleich Feithorn. So. Gut. Okay, da geht's runter. Hier geht's hoch. Core Members Only. Okay. Achso, hier oben sitzt in der Core und trillert. Alles klar. Dann mal nach unten in den Keller. Schalter. Okay, Vater Franklin, McDonald, Barrett und Green. Was haben wir hier? Rest in Peace. Okay, Our Fallen Fathers, Clarence, Robert, Green, Arthur, Henry. Wieso steht das hier nochmal drin? McDonald. Oh. Die sind unterschiedlich, die Sterbedaten. Der ist auch falsch. Also die beiden Franklin und Edward ist falsch. Und Green ist 1657 bis 1701. Hast du nicht gesehen? Das ist auch falsch. Oder? Wo ist Green? Dickens? Ach, hier ist Green. 63 bis 49. Ja, 53 bis 49. Nope. Und da ist Barrett 1721. Ist ja auch falsch. Nee, der ist richtig. 32 bis 21. Ah. Dann würde ich sagen, drücken wir mal hier drauf. Dann mal alle falschen drücken. Wieso ist jetzt... Achso, das haben sie mit den, das haben sie nicht mit einem Piston gemacht, sondern mit einem Command-Block. Ansonsten hätte man hier jetzt ein bisschen, Pissen gehört. Checkpoint. Okay. Das sieht ein bisschen tief aus. Gucken wir uns hier mal um. Oh, da ist ein Durchgang. Okay, ich denke mal, da müssen wir irgendwie... Oh, warte mal, da ist... wie soll man da hinkommen, bitteschön? Aber die Frage ist... Kommt man da so rüber von hier? Oh ja, man kommt.
Und jetzt müssen wir darüber, alles klar. Fuck! No! Okay. Das können wir doch einfach, wenn wir jetzt hier so... Flup. Können wir hier... So, und jetzt sollten wir eigentlich... nicht darunter fallen. Okay, und nochmal. Hep. Hep. So, vielleicht ein bisschen rüber. So. Noch ein Stück und. Ah! Geschafft. Fast verreckt hier. Und was kriegen wir hier? Gold! Gold und Golden Leggings. Very nice. Sexy Golden Legend, Leggings und Teleport, woo, okay. Und damit hätten wir jetzt eigentlich fast alles erledigt. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch Papers machen. Dazu brauchen wir aber erstmal eine Crafting Station. Ich habe jetzt gar nicht im Kopf, wo hier eine Crafting Station ist, deswegen werden wir hier mal uns umgoogeln. Sarah! Ah. Do you happen to have any lovers? I'm sure I can find one, but we are really low on milk. Could you get a bucket from the freezer out back and fill it up? Sounds good. I'll go back and milk my cows after checking some more spots in town. Okay. Also sollen wir von hier ein Bucket holen? Okay, wir haben jetzt aus der aus dem Dingens schon ein Bucket geholt. Oh, und hier haben wir eine Crafting Station. Aus der vom See da. Okay, da hätten wir Papers. Und dann müssen hier jetzt irgendwo Buckets drin sein. Oh ja, ganz, ganz viel. Also viel brauchen wir gar nicht. Wir brauchen, glaube ich, bloß einen, würde ich sagen. Oder will sie mehrere Buckets haben? Okay, dann gehen wir auch gleich nochmal auf die andere Seite, zur Tankstelle. Hola. I heard you need a lever. Could you help me with a problem and I'm sure I could find you one? What do you need help with? The water seems to be blocked off on the road. Try entering the sewer system near the water tower. You should probably look for a shovel in the watershed. Oh nee. okay, ja, warte mal, das ist ja dann alles wieder zurück da in der Richtung von meiner Wohnung. Und deswegen werden wir da mal wieder zurück. Also wenn wir zuerst mal die Kühe melken, Gott, dann werden wir uns eine Schaufel holen. Und dann werden wir dann in der Kanalisation auch noch was erledigen. Und, oh fuck, ich hätte da schon reingekonnt. Dann werden wir uns mal die Kanalisation angucken, was da zu regeln ist. Oh, hier sind gar keine Kühe. Das müssen wir wohl raus. Blub, 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 blub. Delicious Milk. Warte. A bell. And 32 arrows. Very nice indeed. So, jetzt müssen wir hier wieder zumachen, dass die Pferde nicht ausbüchsen. So, damit hätten wir denn die Milch für die Bar. Was auch immer man in der Bar mit Milch will. Und jetzt sollen wir hier beim Wasserturm, was das Objekt da wohl sein soll, nach... nach einer Schaufel suchen. Okay. Sewer System. Da müssen wir dann gleich rein. Okay.
Oh, eine Schaufel. Oh. Schaufel? Was haben wir hier? Oh, noch eine Swift Potion, noch eine Hose und noch ein Helm. Oder überhaupt mal ein Helm. Also wir brauchen eine Schaufel. Schwusch. Can break dirt. Also würde ich mal sagen, ist da irgendwo Dirt im Weg, was wir wegdirten müssen. So. Wuhu. Opens only when water levels are proper. Okay. Yay, rein in die Soße. Ist hier irgendwo eine Kiste? Nö. Och man. No secret hidden stuff. Okay, dann Ugo. Oh. I'm stuck. Ich hoffe, das Braun hier ist keine Kacke. Njam, njam, njam. Ich sprinte, Roni. Und da hinten, da scheinen noch Dirtblöcke zu sein. Da ist nix. Okay, dann gehen wir hier weiter. Und da ist ein Lieferer. Kommen wir damit hier wieder raus? Oh ja, ich würde sagen... Ja, okay, der Glasblock ist weg. Alles klar. La 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 la. It looks like the water is working now. The water is working. I did not know that water works. Ah, okay, dann können wir ja hier mal gleich hier abgeben hier und dann seinen ersten Lever abholen. Piu. Hola. Lever? Ach, wir haben ihn schon gekriegt, alles klar. Ha. Here is that lever you wanted. Good luck. Oh, okay, danke. So, dann gehen wir mal hier zurück und geben hier die Sachen ab, die wir angenommen haben. Ah, nee, warte mal, hier waren wir gar nicht. Beim Copyshop? Oh, hello. Hey. I heard you need levers. I could help. Come in and talk to me. Okay. Hey Jen, what can I do for you? We are running low on bread. If you could make some at your farm and bring it in, I will trade you a lever. Oh fuck, ich hätte das Brot gleich mal zum das Getreide gleich mal zum Brot machen sollen, wo ich hier bei so einer Crafting Station war. Ja, da müssen wir gucken, ob wir hier irgendwo noch wieder eine Crafting Station finden. Hello. Awesome. This will be very useful. Yes. Hast du hier irgendwo eine Crafting Station? No, oder? Oh, man kommt hier nicht rein? Puh. Was soll das denn? Meh. Ihr mit euren unsichtbaren Blöcken. Was haben wir hier? Achso, das war Angie. You found the treasure? Whoa. That is amazing. Yeah, indeed. Das waren wahrscheinlich die Goldbahn, die uns abgezogen hat. Oh, die Bank ist jetzt offen. Thanks, Holmes. Oh, Perlise. Wie viel haben wir jetzt? 5. Also zwei Sachen müssen wir jetzt hier wohl noch machen. Die Bank ist jetzt offen. Hola! I know you need a lever, and well, the bank is broke. If you need a lever so bad, take this sword and rob the gas station down the road. No one will ever know, as long as you kill Roger. Duh! What? It has to happen, I suppose. What? What? The fuck? Ja, jetzt müssen wir erstmal eine Crafting Station suchen für das Brot. Aber einer fehlt uns doch dennoch, ne? Ein Lever? Ja. Also haben wir hier wohl irgendwo was übersehen, irgendwo. Das ist ja was. Brr, ja, brr indeed. Warte mal, wir werden jetzt erstmal hier wieder zu der Bar, weil dort war ja eine Crafting Station, glaube ich. Ich glaube doch, hier war irgendwo eine Crafting Station hier hinter. So, ja, hier war eine Crafting Station, genau. Dann machen wir hier mal ein Bröt, dann haben wir 6, okay.
Achso, ja, und wenn wir den Raji töten, haben wir 7, alles klar. Ich finde das zwar jetzt ein bisschen unmoralisch, da unseren Compadre, dem, ja, was ist das, soll das ein Inder oder ein Paki sein von der Sprache her, die er da, oder vom Dialekt, den er davon gesprochen hat? Oh shit, okay, so, dann müssen wir jetzt das Brot abgeben. Wer wollte jetzt eigentlich das Brot haben? Die Bank ja nicht. Post Office nicht. Pawnshop. Na, hier habe ich ja das Gold abgegeben. Bank wollte hier wahrscheinlich die Smaragde da haben. No one will ever know. No. Wo habe ich jetzt das Brot ab? Wer wollte das Brot haben? Jen. Jen? Wo war Jen? Das war Angie. Post Office war sie nicht. War das eine Parallelstraße weiter? War das auf der Seite? Müssen wir mal gucken. Haha! Hier war doch irgendwo noch eine Hütte, oder nicht? Wo wir was machen konnten. Also ich muss schon sagen, also die Häuser sehen schon interessant aus. Wahrscheinlich mit einem richtigen Texture Pack würde das wahrscheinlich sogar noch besser aussehen. Wo war die Mieze mit dem mit dem Brot? Shit. Überhaupt kein Orientierungssinn. No. No. War das hier? Ah ja, das Café, genau. Thanks. I thank you. Und da hätten wir jetzt 7 Levers. Das heißt, wir können jetzt hier in die Kohlmine. Da hinten können wir jetzt rein. Levers. Okay. Schub. Ah, was ich Wahnsinn finde, dass hier wohl angeblich 116 Leute geholfen haben sollen. Wenn ich mir das so angucke, das ist bis jetzt noch nicht so groß gewesen. Also, kann ich mir das nicht so recht vorstellen. So. Hint. Looks like the elevator has opened. Okay. Ew. Spooky. Kommen wir hoch? Okay. Brauchen wir gar keinen Elevator. Geht auch so. Okay. Hello. Some spooky skeletons here. You can only sleep at night. Oh, vorsichtig, sonst fallen wir noch zu Toadie. Da scheint nichts drin zu sein in dem Raum. Was haben wir hier? Auch nichts. Oh. Da kann man hoch. Okay, das werden wir uns dann gleich noch angucken. Hier ist nichts. Und hier ist auch nichts. Ja, dann werden wir hier mal hochklettern, wo wir gerade schon irgendwie hochklettern wollten. We are on top of the world. Oh, a chest. Nice.
Was haben wir denn hier? Oh, ein Feueraspektschwert. Uiuiuiui. Mehr scheint ja hier nicht zu sein. Oh, ich glaube, da springen wir besser nicht runter. Das wäre, glaube ich, nicht so gesund für uns. Von wo sind wir jetzt? Von hier sind wir gekommen, ne? Spooky, spooky skeletons. So, ja, jetzt habe ich aber hier irgendwo keinen Fahrstuhl gefunden. Fahrstuhl. In die Richtung, okay. Fahrstuhl, okay. Spooky, spooky skeletons. Elevator Shaft. Okay. Wow, das war ja instant Gedönsung. Well. Ein Lever. Okay. Wow. XP, wuhu! Starte mein Truck. Okay, starten wir mal. Piu! Well! Left Shift, um rauszukommen. Ja, es ist Standard. Und das sieht mir doch ganz nach einem Jumping Puzzle aus. Okay, wir fangen hier an. Da hoch wahrscheinlich und dann gucken wir mal. Hep. 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 Oh. Hep. 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 Ah, das ging doch, oder ging ja doch. Das ging wohl. So, und jetzt müssen wir wohl hier irgendwie. Okay. Hep. Woo! Geht's da weiter? Nope. Dann müssen wir wohl hier weiter. Hep. Knapp, 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 knapp. Oop. Woop, woop, woop. Okay, hier geht's nur wieder runter. Oh, vorsichtig. Okay, und jetzt müssen wir vorsichtig, dass wir uns so gegenspringen. Okay, was haben wir hier? Teleport anyone else to the end of the parkour. Zack. Okay, also wenn ich das hier mit mehreren Leuten gespielt hätte, dann wären die jetzt hier auch hingeteleportiert worden. Okay. State Glass, okay. Hello? Hello? Did you find a way out in the coal mine? No, but I did find an old pickaxe. Maybe it could break a weak spot in the dome. I mean, oh, just this spot. Naturally. I found a crack in the dome, but first, you are going to want to see this. Come back up to the police station. Okay. Oh, da sind wir auch schon. Hola. Push, push. I found a zombie-like creature wandering the streets. It's in the cells to your left, if you would like to check it out. Whatever it is, it must have something to do with the dome. Uh-huh. That is really weird. I will keep a lookout for any more. Whoa. But where is the weak spot in the dome? It is at the end of Chandel Street. I will meet you there. Oh, okay. Eine hier war er. Chandel Street. Ach, da ist Chandel Street. Okay, also neben der Gas Station ist also hier lang. Denn hier Luntel. Okay, ja, dann ja. Hello.
Ah, hier das Glas. Ah. Look. It worked. Oh god. More of the zombies. Whoa. Quick, kill them, then get some wood from the forest by the dairy bar to patch this hole up. We can't let them in. Oh nein! Die haben mich angesteckt. War vielleicht nicht so günstig, die in Feuer anzustecken. So, okay. Während des Kampfes hat er gesagt, wir sollen Holz suchen, um das Loch da dicht zu machen. Oh, wir haben von mir auch eine Axt gekriegt. Okay, Splash Potion Go. Und dann müssen wir zurück zur Kirche. Ich glaube, dahinter war das. Nee, Quatsch, hinter der Bar, glaube ich, oder? Ach ja, hier ist ein Wald. Okay, und jetzt... Ist nur die Frage, wie viel Holz brauchen wir? Okay. Das Ding ist, man kann hier bloß Holz mit dieser Axt kaputt machen. Also die Blätter gehen nicht kaputt. Sprich, wir können keine Bäume kaputt machen, wo das Holz von Blättern umschlossen ist. So, okay. Ich denke mal, das sollte eigentlich reichen. Und dann werden wir mal zurück und das Loch dicht machen. Komm schon, sprint hier. Perfect. That will hold them off. Good. Now, I need you to check out something. I have reports called in that zombies have been coming out of house number 2 on St. Robert Street. Okay. St. Roberts, das war glaube ich die Parallelstraße hierzu, wenn ich mich recht erinnere. Laut der Karte. Lass mich doch hier durch, Gott verdammt. So, dann brauchen wir Number 2. Number 5. Number 2. Das ist auch das, wo wir von den Zombies gehört haben. Interessant. Hallel! Zombies! Zombies! Any more Zombies here? No? Maybe? Whoa. Die! Quick, I need help. Whoops. There has been a zombie apocalypse and that is why the dome is around us. Uh-huh. The government has tried to protect me as I have almost found the cure. But some of the test subjects have escaped and infected me. I do not have much time left. Read the book found in the chest. Get the 3 items to find the cure. Okay. Hier ist kein Buch drin. Ah, hier ist ein Buch, okay. Final Items. Hier ist nichts drin, okay. Da werden wir hier mal raus, weil dieses geht mir auf die Nerven. So, da ist es ein bisschen leiser. Können wir mal bis... Oh, Respiration. Das heißt, wir können unter Wasser atmen, oder was? Wofür auch immer wir das brauchen. Das brauchen wir nicht. Mission Briefing brauchen wir auch nicht. Das hier war das Final Items. Okay. Ein Schwamm. Normalerweise gefunden am Boden, am Grund von Seen, Flüssen und Ozeanen. Ein Blaze Rod. In einer Cabin, also in einer Hütte in den Wald, hinter dem Wassertower. Und Akazienholz. Hinter Daisy's Bar. Okay. Haben wir denn auch eine Axt gekriegt?
Obwohl, der kann ja Wood breaken. Der kann ja Wood breaken. Der kann ja Holz kaputt machen oder abbauen. So, okay, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zurück hier hin, weil hier hinten man zwei Sachen kriegen kann. Einmal den Sponge. Und ja, ist das die Shovel für den Schwamm? Ja, Sponge. Okay, dann können wir das hier alles mal alles rausmachen. Und weiter geht's. So. Dann soll jetzt hier irgendwo im Wasser ein Schwamm sein. Oh, da leuchtet was. Ha. Na, was ein Zufall. Ein Schwamm. Okay, das ist Item Number Uno. So, und das nächste soll... Hier soll irgendwo noch eine Hütte in dem Wald versteckt sein. Okay. Da gehe ich mit. Oh, das hat man von hinten gar nicht gesehen. Ja, wahrscheinlich durch das ganze hohe Gras hier. Hello? Wow! Wieso sind gerade Zombies in seiner Hütte? Okay, da haben wir die Rodde. Dann brauchen wir noch Akazia. Woods. Jetzt müssen wir erstmal hier rausfinden aus dem Wald. Uiuiui, ist ja wirklich richtig hohes Gras. Geh nicht in hohes Gras ohne ein Pokémon! Ach, das soll hier sogar ein Weg sein. Alles klar. Das hätte ich jetzt gar nicht vermutet. okay, dann brauchen wir jetzt Holz. Akazienholz, um genau zu sein. Ich habe da gar keinen Akazienbaum gesehen. Müssen wir uns mal nochmal genauer umschauen. Vielleicht ist ja doch irgendwo einer. Wimpman! Achso, dann brauchen wir auch eine Axt, ne? Haha. Hoho! And next. Birke, das ist keine Akazie. L. Was leuchtet denn da schön? Das sieht nur noch auch nach Akazie aus. This is the only Akazie tree in the locator. Dann wäsche ich mal, okay? Hallo? Hallo? Wieso kann ich... Oh, ich habe hier noch eine Axt. Also geht Akazie bloß mit einer Eisenaxt. Okay. Wow. Okay, und damit hätten wir alle drei Items together. Was sagt unsere Splash Potion? Ist schon ausgesplashed. Denn halt, du gehst hier hin. Du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg. Dann machen wir hier Splash Potion. Sprint! So, dann müssen wir jetzt zurück zu Haus 2, zu dem Prof. Das ist sogar sehr nice mit diesen Potion of Swiftness. Na, gucken, ob er jetzt noch am Leben ist oder ob er Zombie-Fight ist. Er scheint in Ordnung zu sein, okay. Oh, hier hätten wir noch anderen Armor mitnehmen können. Ist ja geil. Place 3 Items for the Cure in there. Okay. Bloop, bloop, bloop. Und now? I think it is working. Whoa! It worked. We have to get this throughout the world. Woo! Yay! We are the champions. Yeah. Congrats! You just have completed the adventure map under the dome, created by D4S Design. For more, check out d4sdesign.ca. Ist das Kanada oder was? Okay. Ja, und dann würde ich sagen, bevor wir jetzt hier Schluss machen, werden wir uns noch ein bisschen auf der Karte umgucken. Und dazu müssen wir mal hier in den Game Mode C. What?
Oh, hehe. So. Ba-bam. Oh, hier sind wir outside the dome. Ist hier hinten was? Oh, Tatsache. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Easter Egg vielleicht? Oder wollten die hier noch was bauen? Oh nee. Redstone? Oh shit. What? Oh, jetzt sind wir hier wieder am Start. Und unser Game-Mode hat sich geändert. Puh. Oh, Water? Okay, huch. Oh, okay, da sind wir jetzt hier wieder rausgekommen. Also wenn man da reingeht, dann wird man ein... Achso, da wird man dann hier raufgedingst und dann wird man automatisch teleportiert. Alles klar. Und das hier wird wahrscheinlich die Steuerung der Karte sein, so wie es aussieht. Dan Tyrone. Profession Inventor. Inventory Receptors Requires. Okay. Object successfully summoned. Okay. Was haben wir hier? Klon? Ach, das ist wahrscheinlich, wenn wir sterben, oder? Found Snarf, okay. Das bin ich! Was haben wir hier? Set Block Barrier. Okay, damit wurden Sachen blockiert. Redstone Block placed. Ah, das wollte ich schon immer mal wissen, wie man das richtig macht, weil ich habe schon mal ein bisschen rumexperimentiert, aber das hat nie so wirklich funktioniert. Ah. Und es gibt auch einen richtigen Barrier-Block. Das ist ja interessant. Okay, also das werde ich, denke ich, mal als Referenz nochmal irgendwann benutzen. Das muss ich mir merken. Oder wenn wir uns mal hier bei der Stadt nach oben gucken, weil ich habe ja gesehen, da waren ja einige Häuser außerhalb des Domes. Und das werden wir uns mal noch angucken, bevor wir hier diese Folge beenden werden. Und danach werde ich mir erstmal ein Frühstück gönnen. Yes, indeed. Hier schon wieder Arbeit verrichtet, bevor überhaupt Frühstück gegessen worden ist. Nee, nee, nee. So opfere ich mich auch für euch. oh, achso, hier ist der See, wo wir rumgesponscht haben. Ja, das haben sie gut gemacht, dass sie noch ein bisschen Wald gemacht haben, damit man hier nicht die grüne Fläche drumherum sehen kann. Finde ich gut. Schibidibidibidu und auch richtig schön dicht. Auf beiden Seiten. Ja. Oh, und da hätten wir jetzt hier eine Hütte. Was haben wir denn hier Schönes? Das sieht doch fast aus wie ein Rathaus, wa? Bash. Oh, hier ist aber nichts drin. Okay. Very anticlimactic. Was haben wir hier? Elementary School. Okay. Aber wieso steht hier Andy? Andy Elementary School? Elementary School? Elementary, nicht Elementary. Ah, oh, hier haben sie sogar schon einen Schalter. Aber wieso? Man kommt doch hier gar nicht hin. Das ist doch außerhalb des... Ah. Okay. Learning Station. Summer Superstars, okay. Somerset Superstars. Jetzt sind hier ein paar Namen, okay. Math Maggie. Hier sind hier Klassenräume. Okay. Oh, was ist da los? Noch mehr Klassenräume, okay. Ein Whiteboard und noch ein Klassenraum, okay. Biu, biu, biu. Und da sind wir raus. Ach, hier ist auch noch was. Auch wieder ein Klassenraum. Noch ein Klassenraum. Noch ein Klassenraum. Was haben wir hier? Oh, sind ja noch einige Räume. Also, das sieht ja doch fast so aus, als hätten sie doch mehr vorgehabt, als wir da eigentlich spielen konnten. Oh, hier ist sogar ein Gym. Nice. For
Basketball. Ja, aber da scheinen sie ja nicht ganz weitergemacht zu haben oder das Projekt ein bisschen minimiert zu haben. Und hier ist ein bisschen, ja, whatever. Ja, dann haben wir hier noch ein paar Häusle. Oh, da ist ein, ach, das ist ein Baseballfeld hier, so wie es aussieht. Das soll ein Diamond sein. Was haben wir hier? Was könnte das sein? Ein Krankenhaus? Oh, da sind unsichtbare Blöcke. Ach, hier ist die. Hier waren wir ja vorhin und da konnten wir ja nicht durchgehen. Alles klar. Die bluten. Pay here? Was Pay? Ich hab nichts von Pain. Oder ist das ein Restaurant? Es ist ein Restaurant, kein Krankenhaus. Also hatten sie doch echt hier noch einiges vor, so wie es aussieht. Ein Restaurant. Dann hier noch wieder ein normales, was heißt normales, ein privates Haus. Okay, ich glaube, so ein Haus hatten sie da schon mal. Ja, hier ist nichts drin. Hier ist auch nichts drin. Ist very leer. Very leer. Oh, hier haben sie aber auch wieder ein bisschen was gemacht. Nummer 3. Oh, da ist sogar mit Keller. Gucken wir mal hier rein. Oh, und da ist sogar. Achso, da ist der Rest von meiner Farm. Da hinten ist meine Hütte. Oh. Okay. Was ist das? Achso. Ah, so wie es aussieht, wurde hier die Karte in den Boden rein generiert. Oder soll hier wirklich einer in dem Dreck gelebt haben? Ah, nee, du. Ja, aber auf jeden Fall haben die hier noch eine Menge, ja, Gebäude zustehen, die sogar teilweise Interior haben. Das ist ja very interesting. Ring. Scheißhaus. Wohnraum? Okay, mit Bett. Oh, Legorino. Und dann haben wir hier noch eine Hütte. Aha. Azi. Oh, da ist es genau durchs Haus durchgegangen. Ring. Schlafzimmer. Arbeitszimmer wahrscheinlich. Schaut doch sehr nice aus, muss ich schon sagen. Gibt's denn hier noch was Interessantes? Sieht nicht so aus. Und dann würde ich mal sagen, beenden wir die Folge hier mal an der Stelle. Ich danke euch fürs Zuschauen und ja, sag ich mal, bis zur nächsten Adventure Map. Bye! Bye, 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 bye.